Moin, heute gibt es mal wieder ein Workout-Video und zwar, weil ich faul bin. Ich habe seit über einem Monat so keine Lust gehabt, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber ich habe eine Lösung, wie man trotzdem fit sein kann, indem man auf dem Teppich rumliegt. Besser wird es nicht mehr. Es spricht die Po-Muskeln an, dass die wach sind den ganzen Tag über und halt mitarbeiten, während man rumläuft. Was auch immer ich den Tag so tue, die Po-Muskeln machen mit. Wache Po-Muskeln haben zu wollen, hat nicht nur ästhetische Gründe. Es ist wichtig für eine gute Haltung, stabilisiert das Becken und richtet den Rücken auf. Es sorgt auch dafür, dass du insgesamt sportlicher und athletischer bist. So ein guter Hintern wird dir zu besserer Leistung verhelfen. Außerdem verringert ein gut trainierter Po das Verletzungsrisiko. Aber schauen wir uns erstmal an, was die Po-Muskeln überhaupt tun. Bein heranführen, abspreizen, rotieren, Becken kippen. Das behalten wir im Hinterkopf, damit wir nachher die Muscle-Mind-Connection herstellen können. Das allerbeste Training ist eins, das man einfach in den Alltag integriert. Und der Alltag wird wiederum zum Training, wenn man damit anfängt. Das hier dauert nur 10 Minuten und man muss sich eigentlich überhaupt nicht überwinden, weil man liegt die ganze Zeit nur rum. Also das ist fantastisch. Du kannst es auf dem Teppich machen oder auf einer Yogamatte. Bett würde ich nicht empfehlen, das ist ein bisschen zu weich. Und wenn du das hier gemacht hast, dann wird dein gesamter Tag zum Training, weil nämlich die Po-Muskeln und die Bauchmuskeln ganz anders mitarbeiten, als wenn du einfach nur aus dem Bett gekugelt wärst. Leg dich auf den Teppich, Yogamatte geht natürlich auch, entspann dich ruhig erstmal. Und dann stell die Beine auf, Füße nah an den Po ran und lass die Knie nach außen sinken. Die Füße drücken mit den Außenkanten gegen den Boden und das führt dann dazu, dass das Becken nach oben kommt. Lass die Knie außen. Das ist die Bewegung, die meiner Meinung nach am allerbesten den Po aktiviert. Das sind nämlich sämtliche Funktionen drin. Wiederholungen. Manchmal mache ich nur eine Runde, manchmal auch mehr. Anschließend so den Po-Muskel dehnen. Das kannst du übrigens auch zwischendurch bei den anderen Übungen gleich machen, falls dein Hintern verkrampfen sollte. Das hier hat jetzt nicht direkt was mit dem Po zu tun, aber ich wecke auch gern die Bauchmuskeln bei der Gelegenheit. Und es schmiert auch gleich die Kniegelenke. Okay, zurück zur Grundposition. Entspannen, Rücken lang machen. Erstmal für ein bisschen Geschmeidigkeit sorgen. Weiter geht's. Diesmal mit einem Fuß in den Boden drücken. Dann drück noch mehr, bis das Becken anfängt abzuheben und rüber zu rollen. Dann noch mehr drücken und lass dich davon rumdrehen. Probier das ein paar Mal aus, auf beiden Seiten. Und jetzt üben wir das Zurückdrehen. Heb den Fuß hoch in die Luft und lass davon das Becken hochziehen. Machst du immer weiter und weiter und weiter und ziehst mit dem Fuß zur anderen Seite, bis du anfängst zu rollen. Achte darauf, dass das Rollen tatsächlich im Becken beginnt. Bis du ein Gefühl dafür kriegst, kannst du dich auch erstmal mit einer Hand aufstützen. Wichtig ist, dass sich erst der Fuß und dann das Becken und dann erst der Rest des Körpers sich vom Boden bewegt. Ziel dieser Übung ist, dass du die Muscle-Mind-Connection herstellst und die Gesäßmuskulatur im Alltag und beim Sport automatisch dann richtig benutzt. In der Regel wird das nicht beim ersten Mal klappen, das musst du regelmäßig üben. Aber wenn das erstmal funktioniert, verändert das alles. Du kannst zwischendurch immer wieder zu dieser froschigen Übung vom Anfang zurückkommen, um die Muskeln nochmal zu spüren und zu aktivieren. Das hilft total gut. Das war's eigentlich, aber wenn du schon dabei bist, kannst du natürlich das Workout auch um noch ein paar mehr Übungen verlängern. Du kannst es aber auch sein lassen, was auch immer sich heute richtig anfühlt. Falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Kanal und folge mir auf Instagram. Hier findest du mein Fitnessbuch und wir sehen uns nächsten Sonntag. Ich mache jetzt wieder jeden Sonntag Videos und manchmal auch zwischendurch. Vielleicht gibt es nächste Woche auch wieder ein Zwischendurch-Video. Mal schauen. Wenn du das Workout ausprobierst, dann verrat mir unbedingt, wie das bei dir läuft, wie es dir gefällt und wie sich dein Popo danach anfühlt vor allem. Und wenn du es eine Weile lang gemacht hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du zurück zu dem Video hier kommst und mir auch ein paar Langzeitergebnisse erzählst. Bis bald.